So Ausschlafen mit Unterbrechung war heute angesagt. Diese Laubbläser, ey. So. Aber jetzt gibt es erstmal Kaffee. Und ja, die Lena hat ein Problem im Fischtank entdeckt. Von daher brauchen wir jetzt wahrscheinlich einen zweiten Fischtank. Seit 2, 3 Stunden bereits attackiert der goldene Fisch den schwarzen. Und zwar ununterbrochen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber das geht seit 2 Stunden so. Und die haben in München nach Internet nachgeguckt. Das kann passieren, wenn die zu groß werden oder so. Und jetzt will sie den zweiten Tank holen. So, gerade mal mit meinen Eltern gesprochen. Wurde mal wieder Zeit. Draußen trüb. Der halbe Tag ist schon vorbei. Und da der Fisch halt den anderen attackiert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er alleine ist, aber der führt, ich glaube, das ist, der schwimmt genauso erratic rum wie vorher. Ich denke, es ist true. Und hier, Pro, pro. er hat jetzt sein eigenes Aquarium. True. I keep saying early. Und zwar ist hier LED-Licht und das verändert die Farben. Und man soll angeblich das LED-Licht auch so einstellen können, dass es dann keine Farben mehr wechselt. Da wissen wir noch nicht. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall hier 2 Aquarien stehen. Es wird immer voller hier. So, ja, und der ist jetzt auch nicht mehr so aggressiv, denn er ist ja alleine jetzt. Und der, ja, ob wir die nochmal zusammenpacken, ist natürlich die Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Furchtbares Wetter. Es regnet in Strömen, es ist kalt, uselig. Und es wird schon langsam dunkel. Also richtig hell wurde es ja heute gar nicht. So, die Lene ist unterwegs ein paar Nüdelchen kaufen. Für das restliche Abendessen von gestern. Das war ganz lecker. Und ich habe eine E-Mail von meinem Arbeitgeber bekommen, dass wir uns alle Covid testen lassen müssen und auch den Antibody-Test machen müssen. Also beide Tests müssen wir machen, und zwar ASAP. As soon as possible. So, ich habe ein Appointment für den Antibody-Test morgen um 14:45 Uhr. Das werde ich direkt erledigen. Und es wird alles bezahlt, wenn wir was bezahlen müssen, dann wird das alles vom Specialized übernommen. Also ich habe den Antibody-Test morgen. Und wenn der halt positiv ist, also wenn ich Antibodies habe, dann brauche ich ja den Covid-Test nicht mehr machen. Von daher, den werde ich morgen erledigen. In 2 Tagen habe ich das Ergebnis und dann mache ich dann halt den anderen in Hayward, wenn ich dann mal in Hayward bin und eine Pause habe. Da gibt es, glaube ich, überall, also zumindest mindestens ein Drive-Through, so eine Testing-Site, so heißt das hier. Das werde ich dann nächste Woche machen. So. Ansonsten schneide ich jetzt ein paar Videos zusammen. Ich bin über eine Woche hinten. Und den Antrag, den mache ich dann morgen. Habe ich heute irgendwie keinen Bock. So, es ist Dinner-Time. Und obwohl ich Nudeln wollte, gibt es schon wieder Reis. So, aber das Coole ist, dass zu dieser Tages- und Lichtverhältniszeit das Terrarium und die beiden Aquarien auf jeden Fall super cool aussehen. Wir haben das hier immer auf normalem Licht gelassen. Dann ist das nicht so komisch bunt. Ja, und die sind beide happy, alleine zu sein. Scheinbar. Nicht so gesellschaftlich angewiesen auf Nähe anderer. Ja. Lecker Abendessen jetzt. So viele Leute ist nicht passiert. Lernen wir wieder trainieren, denn der Trainingsraum scheint wieder entsperrt zu sein. So, draußen absolutes Unwetter. Kein Sturm, aber heftigster Regen. Ich glaube, unsere Dachrinne ist auch irgendwie leicht verschmutzt, beziehungsweise voller Baumkram, denn es hat gerade unglaublich auf unserem Balkon. Ja, vom Dach her runtergeschüttet. Also, da kam das Wasser runter und das ist bis an die Wand so entlang. Also krass. Ja, morgen habe ich wie heute den Termin vereinbart und den Anweisungen meines Arbeitgebers folgend den Antibody-Test. Und wenn ich Antibody habe und halt schon Covid hatte aus irgendwelchen Gründen und wie auch immer, dann brauche ich nicht mehr zum Covid-Test. Wenn der allerdings negativ ausfällt, das Ergebnis kriegt man anscheinend in
nach ein, zwei Tagen. Ist natürlich das Wochenende dazwischen. Man weiß es nicht. Ja, wenn dann der negativ ausfällt, dann muss ich auch noch zum Covid-Test. Den werde ich dann nächste Woche irgendwann in Helbert machen. Bin ich mal gespannt. Ich werde das alles protokollieren. Yeah.